Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch mal wieder ein Loomband-Armband zeigen, und zwar dieses Double Cross mit dem Muster. Ich mache das gleich auf dem Monster-Tail-Loom. Wenn ihr keinen Monster-Tail da habt, könnt ihr auch einfach zwei Reihen auf eurem normalen Loom so einstellen, wie sie hier liegen. Oder ihr nehmt einfach eine Gabel, da habe ich auch Anleitungen für im Kanal, da funktioniert das auch alles mit. Und ja, ihr braucht ungefähr 80 Loombänder, dann braucht ihr einen Schließclip und eure Häkelnadel. Und dann geht's auch schon los. Ich starte mit einem orangefarbenen Gummi, was ich hier über die mittleren beiden Pins gebe. Und zwar als X. Das funktioniert so, ich gebe es über 1, dann drehe ich es in der Mitte und gebe es über das andere. Dann kommt Blau, das gebe ich hier auf die beiden Pins vorne und hinten, ohne X. Dann wieder Orange oder dieses Lachsfarbene, was ich hier habe. Und das gebe ich so auf. Und dann wieder Blau. Dann ein drittes Orangenes. Und dann loome ich das erste Mal ab. Das heißt, ich nehme das unterste Gummi und gebe es nach oben. Dann kommt Blau. Wieder auf die gleiche Position wie das Blau eben. Und dann loome ich Blau ab. Das unterste Gummi einfach nach oben hochheben. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und ich nehme jetzt ein insgesamt viertes orangefarbenes Gummi und gebe es oben auf und loome auch hier wieder normal ab. Der Farbwechsel kommt jetzt immer nach 4 Gummis, das waren jetzt 4. Beim nächsten Mal gebe ich hier ein blaues auf. Bei dem blauen bin ich jetzt auch beim vierten, das gebe ich jetzt auch auf. So. Und loome hier auch das unterste ab. Jetzt mache ich den Farbwechsel, das heißt, ich gebe jetzt das Blaue in der Mitte auf und loome das Orangefarbene darüber ab. Und das Orangefarbene kommt jetzt auf die Seiten und ich loome dort auch ab. So, jetzt arbeite ich insgesamt 4 Gummis in Blau in der Mitte und insgesamt 4 Gummis in Orange auf den Seiten. Das ist das zweite Blaue. Da wird auch normal drüber abgeloomt. Also es wird immer über 2 geloomt, ganz normal. Wie beim normalen Fischgrätenarmband auch, nur dass hier sich 2 Fischgrätenarmbänder in der Mitte schneiden und dadurch eben das Double Cross entsteht. Dann kommt jetzt das dritte Blaue in der Mitte. Und das dritte orangefarbene. Und das dritte, insgesamt schon das vierte blaue jetzt. In der Mitte bin ich immer schon einen weiter. Hier wechsle ich gleich wieder die Farbe. Und hier kommt jetzt auch das vierte orangefarbene. Da werde ich gleich auch die Farbe wieder wechseln. Hier in der Mitte kommt jetzt wieder Orange. Und in den oben und unten kommt wieder Blau. Und da arbeite ich jetzt wieder 4, wie eben auch. Also wie die ersten beiden Male. Hier sieht man schon den Effekt. So sieht das Ganze dann aus. Mit dem Muster. Immer die 4er-Päckchen. Und dann der Wechsel. Ich finde, das sieht super niedlich aus. Und ja, hier arbeite ich jetzt genauso weiter wie am Anfang auch. Und dann zeige ich euch gleich noch, wie man den Abschluss bei diesem Armband macht. Das Ganze sieht ja nach einer ganzen Reihe Durchläufe so aus. Ich habe hier unten schon den Schließclip drin. Und ich mache jetzt den Abschluss. Ich bin jetzt beim dritten jeder Farbe jeweils. Das heißt, ich gebe jetzt das vierte Blaue auf. Loome darüber ab.
Und dann auch das vierte orangene. Und jetzt gebe ich keine neuen Gummis auf, sondern lume das jeweils untere auch über das gleiche Gummi wie vorhin ab, so dass ich nur noch ein Gummi jeweils auf jedem Pin habe, der vier. Und dann nehme ich die pinken Gummis von unten und oben, die orange, pink, wie auch immer, ich kann das nicht so genau sagen, aber ich mag die Farbe ganz gerne, und gebe sie über die blauen. Das Ganze sieht dann so aus. Dann nehme ich ein weiteres pinkes Gummi, gebe es darüber und lume beide unteren darüber ab. So. Dann hole ich mir das letzte Gummi, wo ich jetzt alles drauf habe, auf die Häkelnadel und gebe es in meinen Schließclip. So, fertig. Und ich finde das wirklich super niedlich. Das ist ein echter Hingucker und ich finde es super süß. Und wenn ihr es auch gut findet, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Und wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden. Vielleicht haben die auch Spaß daran. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und bis zum nächsten Mal.